Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind in Match Nummer 3 aus diesem Best of 5 des Craft Cups Nummer 9 der European Season. Und erneut sind natürlich die beiden Kontrahenten ATN Socke hier als türkiser Protoss und Cuba als grüner Zerg. ATN Socke hat es geschafft, auf Zelnagel Caverns und Desert Oasis sich 2-0 nach vorne abzusetzen. Allerdings hat Cuba ein sehr, sehr gutes Spiel in beiden Spielen gemacht, hatte etwas Pech mit dem Tech-Tree seitens von Zocke und jedenfalls fehlt Zocke nur noch ein einziges Spiel, um hier den Craft Cup an sich zu reißen. Wir spielen auf der Karte Metallopolis, die wir sehr, sehr oft in diesen Matchups gesehen haben, vor allen Dingen hier in diesem Craft Cup, und ich hoffe auf jeden Fall, wir werden hier ein Best of 5 sehen und nicht ein kurzes Best of 3 mehr oder weniger, dass Zocke hier 3-0 durchgeht. Bedenkt, dass Zocke bisher ungeschlagen ist in diesem Craft Cup. Er hat also selbst das Viertel und das Halbfinale jeweils mit 2-0 für sich bestritten. Beide haben Close Positions, das heißt, Cuba hat direkt sein Overlord rübergeschickt, um hier möglichst schnell in die gegnerische Basis zu scouten. Währenddessen die Probe von ATN Zocke weit, weit weg ist und überhaupt nicht in der Nähe zum Scouten in der Lage. Wir sehen jetzt hier, Cuba ist dabei, direkt, denke ich mal, gleich auf den Spawning Pool zu gehen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt auf jeden Fall 14 Drones und damit pusht er auf den Spawning Pool. Gateway geht down für Zocke und wir sind noch von Cuba. Man hält den Overlord sehr, sehr gut hier über dem Wall off, um zu sehen, was jeweils Zocke dort planen wird. Da kommt die Scouting Probe, um rauszufinden, wie weit bereits Cubas Entwicklung fortgeschritten ist. Jetzt der Go auf die aufs Gas und ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir jetzt hier vor allen Dingen dieses Spiel sehen werden. Pylon relativ weit hinten gesetzt. Eventuell sehen wir wieder einen Early Starport von Zocke, was er auf Blistering Sands, was er auf Desert Oasis versucht hat. Allerdings doch dann eher auf den Dark Shrine ging, was ihm sogar das zweite Match dann einbrachte. Early Expansion seitens von Cuba und wir haben gesehen, dass die Drone von ATN Zocke bereits alles mitbekommen hat. Cybernetic Core ist dabei fertig zu werden, Queen und die ersten 4 Zerglings sind dabei. Für jeden Zerg-Spieler, es ist nahezu Pflicht für euch, wenn dass ihr am Anfang einige Zerglings pusht, einfach nur um auf der Karte auch etwas zu scouten, um eben auch diese Early Scouts in Form von SEV, Drones und oder Probes zu vernichten. Es ist unabdingbar, dass ihr damit auch über die Karte sozusagen versucht, euch View zu verschaffen. Ohne diese Einheiten habt ihr auf jeden Fall einen Scouting-Nachteil. Cybernetic Core ist so gut wie fertiggestellt und wir sehen einen weiteren Pylon. Ich bin gespannt, ob wieder jetzt hier das Stargate kommen wird oder ob wir vielleicht sogar einen Only Gateway-Build sehen werden, den wir auch im ersten Match hatten. Fest steht, Zocke hat die Early Expansion mitbekommen von Cuba und ist sozusagen gezwungen, jetzt irgendwas zu tun. Ansonsten wird auf jeden Fall Cuba eine zu große Bedrohung, da er eine Heavy Economy haben wird. Gateway auf den Weg, Chrono Boost auf die Warp Gate Technology und wir haben gesehen, dass bereits einige Zerglings dabei waren, vorzupushen. Leia Tech ist dabei einzumorphen für Cuba, also er hat sich entschieden, direkt auf Tech 2 zu gehen. Eventuell sehen wir sogar im dritten Spiel nacheinander von ihm den Hydralis Build. Erste Sentry ist fertig, die unglaublich wichtig ist, um hier vor allen Dingen den Wall off halten zu können. Man sollte es nicht unterschätzen, wie wichtig diese Sentries sind, um eben den Wall off wirklich zu unterstützen. 3 Gateways, das heißt hier Only Gateway Build, bedenkt, beim letzten Mal hatten wir gerade mal zu diesem Zeitpunkt den Starport, der auf dem Weg war. Jetzt, oh, Roach Warren. Das heißt, Cuba hat gelernt, dachte sich, meine Güte, ich habe jetzt zweimal Hydralisten versucht, ich habe zweimal versucht, wirklich damit einen Vorteil zu erringen und ich habe es nicht geschafft, also sollte ich vielleicht doch mal überdenken, dass ich einen anderen Tech wähle. 6 Drones an der Natural in Produktion und der erste Spinecrawler, da sieht man es jetzt hier. Drone versucht zu scouten, konnte aber nicht in die Mainbase gelangen, das heißt, sie weiß nicht, dass hier ein Roach Warren auf den Gegner wartet. Jetzt versuchen die Zerglings in die Mainbase zu gelangen. Natürlich versucht jetzt hier auch Cuba rauszufinden, was Zocke plant. Und wir sehen auch die Sentries und die Zealots move out, um hier möglichst die Zerglings zu vernichten.
Roach Speed oder Glia Reconstitution ist dabei, erforscht zu werden und die erste Roach in dem Production Tab. Vier weitere Zealots sind dabei reinzumorphen und er versucht jetzt hier auf Gedeih und Verderb wirklich die Zerglings zu vernichten. Fünf Roaches in der Production Tab und das ist unglaublich viel. Sehr, sehr schön hier, wie der Cuba mit dem Creep arbeitet und wie er es schafft, wirklich möglichst weit hier seine Einheiten reinzumorphen. Stalker genauso dabei, jetzt hier um, da kommt auf jeden Fall der Spinecrawler, gutes Placement von Spinecrawler, er versucht jetzt hier den rauszuziehen, ob er schafft, Zealots sind dran, er hat noch 80 Leben, 50 Leben down und alles fällt, aber jetzt hat er 5 Roaches auf jeden Fall dabei, er hat auch die Drones zur Hilfe genommen, Alien Stalker versucht jetzt hier reinzugehen, nutzt das Force Field, um weitere Verstärkung aus der Mainbase zu verhindern, weitere Roaches sind dabei reinzumorfen und eigentlich hat Kuba gerade extrem den Vorteil, er hat mehr Einheiten, die Einheiten machen wesentlich mehr Schaden, Stalker schafft es nicht, weiteres Force Field in die Mainbase und jetzt wird es kritisch für ihn, er muss sich jetzt versuchen hier zu befreien, ob er schafft den Stalker rauszuziehen. Glia Speed, also Roach Speed ist gleich fertig, weitere Stalker morphen rein und jetzt wird's kritisch. Die Queen sollte nicht fallen, wenn die Queen fällt, wäre es ein herber Verlust für die Economy für Kuba. Er sniped hier vielleicht sogar ein einziges Stalker raus, neues Force Field auf die Mainbase, Double Force Field sogar jetzt hier in dem Fall. Und das ist natürlich jetzt richtig übel, Roach Speed ist in dem Augenblick fertig gestellt, 8 Roaches sind dabei produziert zu werden und jetzt muss er aufpassen. Jetzt muss sogar ATN Zocker hier in dem Fall vielleicht sogar zurückziehen, zu viele Roaches dabei, jetzt hier wirklich die Einheit zu vernichten. Und jetzt sind sie unglaublich schnell auf dem Creep unterwegs und sind eine herbe Bedrohung für ATN Zocke. Proxy Pylon wird attackiert. Kuba hat es gemerkt, dass hier eindeutig irgendwo ein Pylon rumstehen muss, der weiter Einheiten reinmorpht. Jetzt natürlich der Push. Roaches im Vorteil sitzen natürlich auf dem Higher Ground und ATN Zocke gibt nicht auf. Vielleicht versucht er nochmal hier ein Force Field auf die Ramp zu setzen. Double Force Field, Triple Force Field sogar. Sehr, sehr schön ist hier. Versucht jetzt hier die Einheiten zu splitten. Hat sehr schön gemacht, aber zu viele Roaches gelangen durch. Eine einzige Sentry geht down. Die letzte wird auch noch rausgesniped und die Stalker können gerade so entkommen. Ein Roach weiter in Produktion und wir haben jetzt hier Robotic Facility Seiten Sockers. Er muss versuchen unbedingt jetzt hier möglichst schnell eben die Immortals rauszubekommen, die eine gute Wahl gegen die Roaches sind. Gutes Force Field von der Sentry und er drängt scheinbar gerade Kuba zurück, aber Kuba lässt ihn nicht abhalten. Er geht weiter offensiv rein, er versucht jetzt hier in die Mainbase zu gelangen. Er sieht auch Expansion bisher nicht hochgegangen für ATN Zocke. Keines Force Field da, einzelne Einheiten warpen rein und sind damit als Block da. Er versucht jetzt hier die Stalker rauszusnipen, ob es ihm gelingt oder nicht, ich bin gespannt. Jetzt hier, die Drones werden zu Hilfe genommen in die Mainbase. Viele Roaches sind in der Mainbase. 3 Roaches, Stalker sind nur noch am Leben. Eine Sentry ist hier hinten nochmal zur Verstärkung auf die... Oh, Triple Force Field von einer einzigen Sentry. Sehr, sehr schön, hat 2, 3 Roaches hinten geblockt. Oh, gutes Spiel jetzt hier. Und jetzt, er zieht die einzelnen Probes raus. Jetzt natürlich die Stalker dabei zu vernichten. Er hat, glaube ich, nicht mehr allzu viele, aber er schickt weiter Einheiten nach. Unendlich spawnen hier die Roaches in die gegnerische Armee. Jetzt hat Zocke geschafft, alle Einheiten aus seiner Basis zu verdammen. Aber Kuba lässt nicht nach, hat hier wieder eine gute Armee an Roaches aufgebaut. Und das sollte auf jeden Fall genügen, um eventuell sogar jetzt hier die Basis von Zocke zu vernichten. Oh, das ist spannend. Jetzt sehen wir mal richtig Powerplay von dem Zerg-Spieler. Overlord geht rein zum Scouten, den wird er unabdinglich wohl verlieren. Wollte sehen, wie groß die Armee ist, ob schon Immortals auf dem Weg sind. Und er sieht Chrono Boost auf den Immortal. Er braucht ihn so sehr. Vor allem braucht er wesentlich mehr als einen. Er braucht mehr. Blick aufs Income verrät. Jetzt haben wir 800, fast 900 zu 600. Und damit ist Kuba natürlich im wesentlichen Vorteil jetzt natürlich. Und jetzt sehen wir auch eine Sentry ist da, sie hat genügend Energie für ein Force Field und er muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, weitere Sentries morphen rein oder warpen rein und jetzt kommt der Tech, was richtig gut ist, der Spire wird gebaut und den braucht er unbedingt, er muss versuchen eben auch in die Base zu gelangen über dem Luftweg und versuchen hier weiterhin Schaden anzurichten. Roaches und schaffen sie es, er hat noch 2 AP, ja, eine haben sie noch bekommen. Schöner Move von beiden Seiten, jeder sniped hier eine Einheit raus. Erste Mortal ist fertiggestellt und zweite ist auch dabei zu kommen.
Jetzt ist Sokka dabei, wieder rauszumoven und natürlich muss er versuchen, seine Expansion möglichst schnell aufzubauen, denn er darf dem Zerg nicht erlauben, jetzt hier einen Fuß überhaupt in das Spiel zu setzen, und er muss auf jeden Fall versuchen, das Spiel hier gut zu gestalten. Jetzt sieht man hier, oh, das könnte richtig knapp noch werden. Schönes Spiel von beiden Seiten. Und gutes Force Field Play hier von Zocke. Die Roaches sind scheinbar ein Großteil angeschlagen. Und wir haben Burrow auf dem Weg. Spire ist so gut wie fertiggestellt. Jetzt von der Seite direkt in die Flanke von der Armee. Doch er schafft sich. Er zieht die Roaches so raus. Zwei Roaches gehen down. Waren unnötige Opfer meiner Meinung nach. Er hat jetzt sehr viel verloren. Burrow ist dabei, wirklich durchzutacken. Spire ist fertig. Drei weitere Roaches sind dabei, gebaut zu werden. Vier Roaches sind dabei und er hat eine unglaublich große Armee jetzt hier und er könnte es sogar schaffen, hier diese auf jeden Fall davon zu schlagen. Fünf weitere Roaches auf dem Weg, vielleicht sollte er sogar noch hier diese Gräberclown oder Tunneling Claws auf Englisch bauen. Der Immortal ganz vorne wird direkt rausgesniped, er wird direkt erfallen, sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Die Queen hilft mit, hat vielleicht sogar ein bisschen Transfusion genutzt, ich bin mir nicht ganz sicher, doch jetzt ist die Queen auf jeden Fall im Focus Fire von den Stalkern und dem Immortal. Zwei weitere Roaches sind dabei reinzumorfen und 18 Zerglings, und das könnte richtig eng werden für Sokka. Es könnte eng werden. Kuba wehrt sich hier sehr, sehr gut, hat es auf jeden Fall geschafft, seine Economy zu verteidigen, hat es geschafft, seine Expansion wirklich hier gut dabei zu halten, und jetzt kommen die ersten Zerglings und das könnte richtig kritisch werden. Schönes Spiel, aber von beiden Seiten hier gefällt mir sehr gut. Micron richtig gut, Blick auf die APM zeigt 220 bei knapp beiden, und das ist schon richtig schön, gerade 250 bei Sokka. Und richtig tolles Spiel. Jetzt sehen wir hier gutes Forcefield erneut von Sokka. Der Immortal wird natürlich Ziel der Angriff. Er versucht ihn rauszusnipen. Er geht nicht down. Einige Stalker fallen. Weiterer Stalker down. Zealot ist dabei in Gefahr. Geht down und schafft den Immortal noch. 20 Leben und Immortal down. Jetzt sehen wir endlich, der erste Mutalisk ist dabei gebaut zu werden und Sokka kann weiterhin nicht seine Economy hochziehen. Er ist dabei wirklich Mind Out zu gehen, er hat es nicht geschafft bisher wirklich hier möglichst viel, hat nicht geschafft hier die Ressourcen aufzukriegen. Er braucht auf jeden Fall eine Economy, er braucht eine Expansion, um hier möglichst schnell, wie gesagt, seine Economy wieder zu boosten. Jetzt können die alle Einheit eingraben. Wir haben keinen Observer da. Und ihr wisst ja, die Roaches regenerieren sich so unglaublich schnell dank ihrer Rapid Regeneration, wenn sie eingegraben sind. Und jetzt hier zwei Stalker in der Mitte. Force Field relativ nicht gut platziert. Alle Stalker in der Mitte sind gefallen. Und jetzt sind die Roaches dabei, in die Bar zu strömen. Und alle sind fast voll regeneriert. Der einzelne Immortal wird rausgesniped. Da fällt er jetzt. Und er fällt doch nicht. Okay, Chris, Missmanagement von mir. Aber er zieht die Stalker raus, die Bonus Damage gegen gepanzert anrichten. Immortal fällt. Stalker fällt, Zweisel, das war's. AT in Soccer schreibt GG. Unglaublich gutes Spiel von Kuba hier. Das war ein Paradebeispiel dafür, wie man mit Roaches selbst ein frühes Harassment des Protoss-Spielers abwehren kann. Hat mir wirklich toll gefallen, dieses Spiel. Und vor allen Dingen hat es wieder spannender gemacht. Es steht damit 1:2 für ATN Soccer zwar immer noch, aber Kuba ist schon mal reingekommen. Und ich hoffe, wir werden uns im vierten Matchup wiedersehen. Auf Wiedersehen.